Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Tennis Warehouse Europe. Wir haben den neuen ASICS Court FF3 für euch getestet. Der Court FF3 wurde für Novak Djokovic einen der beweglichsten Spieler auf der Tour entwickelt. Das Obermaterial aus Mesh und TPU sorgt für Stabilität und das zungenlose, sockenartige Design für hervorragenden Komfort. Die Pega-Technologie auf der Innenseite und im Bereich der Zehen sorgt für zusätzlichen Schutz und Haltbarkeit. Die Flight Foam Zwischensohle bietet ultraleichte Dämpfung und unterstützt unter dem Fuß. Die charakteristische Gel-Technologie absorbiert den Aufprallschock auf dem Platz. Die Trustic-Systemtechnologie im Mittelfußbereich macht die Sohle in diesem Bereich steif und verhindert ein ungewolltes Verdrehen. Die dreiteilige Außensohle sorgt für mehr Flexibilität und Komfort. Für mich persönlich ist der Court FF eine Kombination aus dem Gel Resolution und dem Solution Speed. Er bietet mir die Stabilität des Resolutions und die Leichtigkeit und Flexibilität des Solution Speed. Durch das sockenartige Design fühlt sich mein Fuß sehr gut gehalten, ohne dass ich mich in den Schuh reingepresst fühle. Die Konstruktion macht es aber etwas schwieriger, in den Schuh reinzukommen. Der Schuh ist außerdem um den Knöchel herum angenehm gepolstert, sodass ich keine Blasen in diesem Bereich bekommen habe. Da das Obermaterial im Zehenbereich bei mir etwas einknickt, habe ich ein bisschen Einlaufzeit gebraucht, bis der Schuh etwas weicher geworden ist. Außerdem ist der Court FF auch weiterhin nicht der atmungsaktivste Schuh auf dem Markt. Dafür ist er unglaublich langlebig und auch nach 20 Stunden auf dem Platz konnte ich noch keine Abnutzungserscheinungen feststellen. Auf diesen Playtest habe ich mich besonders gefreut, da der Court FF mein Go-To-Tennisschuh ist. Er bietet die perfekte Kombination aus Flexibilität, Stabilität und schneller Reaktionsfähigkeit. Das neue TPU-Obermaterial sorgt für mehr Halt und Stabilität und die Mesh-Monosocke für mehr Atmungsaktivität als zuvor. Der Court FF3 ist etwas breiter im Vorderfußbereich als sein Vorgänger, sodass nur noch Spieler mit etwas breiteren Füßen Platz haben. Ich persönlich bevorzuge das Obermaterial vom Court FF2, das sich besser an meinen Fuß angepasst hat und ich keinen Druck auf dem Vorderfuß gespürt habe. Die Twist-Thrust-Technologie im Mittelfuß der Außensohle ermöglicht mir ein hohes Maß an Flexibilität und dadurch konnte ich mich bei schnellen Schritten besser abdrücken. Die Flight Foam Mittelsohle federt den Aufprall meines Fußes sehr gut ab und gibt mir die Energie direkt in den Fuß zurück, sodass ich mich spritziger bewegen konnte, ohne zu ermüden. Zudem ist der Schuh sehr stabil bei seitlichen Bewegungen. ASICS hat dieses Modell der Spielweise von Novak Djokovic angepasst und das Resultat ist ein sehr technischer Schuh mit vielen Features. Deshalb empfehle ich diesen Schuh allen Turnierspielern, die viele Stunden auf dem Tennisplatz verbringen und sehr ambitioniert sind. Weitere Informationen zu diesem Schuh oder allen anderen ASICS-Modellen findet ihr auf tenniswareshouseeurope.com.